Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Darkness 2 Vendetta Modus. Hey, what say we blow this place sky high and roast some marshmallows over it? Genau, wir sind jetzt hier in der Sendeanstalt, wo wir, ich guck mal gerade nach, irgendeinen Typen suchen mussten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wen oder was und warum, keine Ahnung. Aber mir ist gestern Abend noch was eingefallen und zwar, was passiert? Okay, ich wollte gerade gucken, ob ich die Axt alleine nehmen kann. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich da noch mehrere oder andere Attacken, besser gesagt. Das wäre ganz interessant gewesen, aber ist leider nicht der Fall. Gut, okay. Das ist natürlich praktisch, aber ich habe super wenig Geld, sehe ich gerade. Das ist natürlich scheiße. Kann ich denn schon was bei den Darklingen machen? Nee, nur das hier. Ich glaube, ich mache zuerst hier den Axtweg. Also jetzt doch den zu Ende erstmal. Weil, ist halt... Ich will es halt so. So, dahin sehe ich schon Licht. Ja, wir sind natürlich immer noch Jimmy. Jimmy Wilson. Und da hinten sehe ich doch was. Komm, komm. Schade. Oh, ich habe da, hab einen getroffen. Stirb! Dankeschön. Und... Ach, verdammt, ich habe nicht... Eben, wenn die Axt zurückkommt, habe ich irgendwie einen größeren Schadensradius. Ich weiß auch nicht, wieso. Wow! So, okay, wäre der auch erledigt? Das Ding da, achso, okay. Bam! Sehr schön. Fick dich, Alter! Komm, gib mir deine Axt wieder her. Nein, nicht wegwerfen. Du brauchst sie noch. So, hier, fick dich. Und fick dich. So. Erstmal ein paar Herzen zerstören. Herzen. So, jetzt haben wir auch... Jetzt bin ich nicht so ganz so müde wie gestern. Und ich habe auch nicht so viel Schleim im Hals. Ich habe gerade Sport gemacht, habe eine Tune für Spitzer gegessen. Tune, genau. Und jetzt nehme ich auf. Schön. Besser kannst du gar nicht sehen. Vollgefressen, ausgeglichen durch den Sport. Ha. Was kann Schöneres geben? Well, well, well. Look who's wandered in from the woods. Gentle lambs being led to the slaughter. I'm not afraid of no fucking voice. Okay, heute ist übrigens ein besonderer Tag, weil ich nehme mal an einem Sonntagmittag auf, was sonst nie der Fall ist, weil ich sonst immer bei meiner Freundin bin, oder sie bei mir. Dieses Wochenende haben wir aber uns voneinander ferngehalten, sag ich mal, weil ich mich ein bisschen um meine Wohnung kümmern muss. So ein paar organisatorische Sachen wie Internet anmelden, was ich jetzt mittlerweile auch gemacht habe. Es kann gut sein, dass ihr gar nichts davon mitbekommen werdet, dass ich kein Internet habe. Weil ich glaube, ich habe es jetzt extra früh gemacht. Und ich habe es versucht, das als fließenden Übergang zu machen. Kann natürlich sein, dass es schon ein paar Tage sind, wo ich dann, was weiß ich, Küche aufbauen muss oder so ein Scheiß. Wenn ich dann noch keinen Bock habe, mich um das Internet zu kümmern. Stirb doch mal. Ach, weißt du was? Fick dich. So, jetzt zerstöre ich erstmal dein Herz. Aber im Großen und Ganzen soll das eigentlich klappen. Wo ist der Wichser? Wo ist der Wichser? Da hinten. Das war der Wichser. Warum? Ich konnte da nicht weitergehen. Warum? Das verstehe ich nicht. Stirb! Stirb! Ja, ich kriege mit dir natürlich ein bisschen weniger dunkle Essenz als mit dem Jackie, weil ich habe mit dem ja nicht die Fähigkeit, dass mir die Herzen mehr geben. Wo denn? Da! Was ist hier? Fick dich! Ah, falsch Knopf gedrückt. Ich bin so dämlich manchmal. Und? Ja, damit. Okay, sehr schön. In den Ladepausen, da werden ja immer so ein paar Tipps angegeben. Und jetzt hier, während ich Vendetta-Modus spiele, natürlich ein paar Sachen von Vendetta-Modus, von den Charakteren und so. Und ich glaube, Jimmy Wilson ist einer der schlechtesten. Also mit dem ist es am benutzerunfreundlichsten, weil die Axt halt relativ langsam ist. Der Yakuza-Typ zum Beispiel, der hat ein Schwert. Und das kann man genauso steuern wie... Das kann man genau so steuern wie... Es ist mal gut hier, verdammt. Alter, verreck mal, bitte. So, komm, leck mich. Okay, danke. Das kann man genauso steuern wie die Tentakeln von Jackie. Und das ist natürlich ziemlich geil. Die haben natürlich nicht die Reichweite, aber ist ja egal. So. Ach, verdammt. Oh! Da ist irgendwas auf mich zugekommen. Ach, schon wieder so ein Nahkämpfer. Und noch so ein Peitschenhure. Ey, ich glaub's ja nicht. Ich treff's einfach nicht. Ich treff niemanden. Das ist unglaublich. Das ist ein bisschen verzögert. Also, wenn man L1 drückt, dann braucht er erstmal eine Zeit lang, bis er die Scheißachse überhaupt geworfen hat. Mein Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Und deswegen werfe ich die gern mal einmal zu oft.
Aber ich finde es mit den Darklingen hier ziemlich geil, dass er so eine Armee von Darklingen hat. Gefällt mir ziemlich gut. So, hier ist so. Das waren noch nicht alle Herzen, oder? Irgendwo einer muss hier doch noch einer chillen, oder? Boah, das Licht da geht mir auf den Sack. Da sieht was Grünes. Ha! Gas Generator. Oh, meine Nase. Oh mein Gott. Okay. Ich habe eine 32.000er Leitung dann. Ist das nicht wundervoll? 32.000. Ich wollte zuerst 50.000 haben, aber ich mir gedacht, ach komm. Du hast jetzt 16.000 und damit bist du eigentlich schon super zufrieden. Das Einzige ist halt so ein bisschen bei den Uploads, dass es ein bisschen länger dauert. Aber 32.000, ey, ich weiß gar nicht, wie viel ich dann... Da könnte ich quasi 4 Videos am Tag hochladen. Ach komm, hier. Ich lasse mal den Darkling ein bisschen was machen. Stopp! Danke. Rejoice, Brothers. The wicked have been punished for too long. It is time for the wicked to have their day. Blah, blah, blah. What's the matter? Afraid of a Scotsman, are you? Okay, also auf jeden Fall scheint schon irgendein höheres Mitglied, also jetzt nicht höher, aber auf jeden Fall Mitglied der Bruderschaft zu sein. Weil er von Gebrüdern spricht und so. Stopp! Komm! Danke. Zack! Wieder volle Energie. Ah, aber das macht voll Spaß mit dem, echt. Ich so diese Axt hier zu haben. Ah, sehr gut getroffen. Komm hier, Sniper. Okay, den habe ich auch getroffen. Bevor er aufsteht. Scheiße. Kann ich da durchspeisen? Nein, die hängt da fest. Ich hab die Axt durch den durchgeworfen. Verdammt nochmal. Ist ja zum Kotzen. Ja, natürlich. Für all die, die jetzt einschalten, warum ich alle mit der Axt töte, das gibt viele Essenzpunkte. 20. Und dann noch mit, in Kombination mit dem Herz habe ich dadurch einen Vorteil. Aber jetzt sehe ich leider gar nichts mehr. Es ist natürlich auch schwieriger, weil die Axt halt ein bisschen benutzerunfreundlich ist als so eine normale Schusswaffe. Aber auf lange Sicht gesehen würde sich das, glaube ich, sogar lohnen. Das war ja. Wie geil, wie grob Torisch der dann einfach zuschlägt. Komm, ich hole nochmal meine Darklinge. Das stört natürlich dann noch ein paar Herzen. Fick dich. Stirb. So. Zack. So, jetzt haben wir wieder voll Energie. Und du, Wichser, kannst mich auch mal in Ruhe lassen. Erstmal das Herz, bevor er dann wieder verschwindet. Jetzt arbeite ich mal ein bisschen mit Headshots. Wer trifft mich denn hier? Da. Alter! Fuck you. Okay, ich nehme wieder meine Axt. Ich exekutiere mal jemanden, weil ich gerade Bock drauf habe. Bam! So, wieder Energie aufgeladen ein bisschen. Okay. Man muss auch Prioritäten setzen. Ah, falsch im Topf gedrückt. Okay, wow. Okay, huiuiui. Fuck off! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie hier so ein bisschen durch Wände schießen können oder so. Oder auch nicht. Vielleicht können die auch einfach nur gut schießen. Und sind intelligent, nicht so wie ich. Komm hier. Scheiße! Hätte ich die Axt einfach wieder zurückgeholt, dann wäre alles gut gewesen. So, ich habe eine Kalaschnikow, habe ich gesehen, ne? Ja, die ist doch eigentlich ganz gut. Aber hier ist jetzt auch erstmal Ruhe. Ruhe im Puff. Der Strike ist aber auch ganz gut. Oh, ja, der ist eigentlich sogar ziemlich gut. Der hat ja diesen Punkt, diesen Laserpointer. Reflexvisier, ja. Ach, falsch. Den wollte ich zerstören. Was? The darkness has been held in its host. The darkness belongs to us. To the wicked. To those who embrace the dark. You sound a bit English to me. No wonder you're hiding from a Scotsman. Okay. Boah, hier ist echt viel zu viel Licht. Ach, schwer, so ein Kack-Wagenscheinwerfer. Die kriege ich auch nicht kaputt. Da sehe ich doch jemanden. Oder? Bin ich doof? Ja, ich bin doof. Ey, was ist denn hier los, Alter? Ist denn Solarium oder was? Ich habe hier keinen Bock zu kämpfen, echt nicht. Mach mir mal das Licht hier aus. Es ist hier so verdächtig ruhig, wirklich, ey. Zu ruhig, auf jeden Fall. Hier wird nichts Gutes passieren gleich, weil mir gibt es viel Munition.
Bei. Relikte? Einfach nur mal so gucken? Nö, okay. Oh, schon wieder 1000 Cent, ey. Ha. Kannte ich den? The host shall fall. He shall relinquish his hold on the darkness and the wicked shall rise. I'm gonna enjoy cutting your throat, so you stop your yapping! Lay down your weapons. Fight with those that understand you. Those who will embrace your darkness. Lay down your weapons, or die! Alright, enough's enough! Come out and stand like a man! Okay, Graves heißt der, so wie ich das gesehen habe. Wo, bitte? Ich sehe da. Stirb! So, Nummer 1. Was gibt das Herz her? Oh, 30, perfekt. Das lohnt sich ja richtig. Warum steckt die jetzt nicht fest? Oh, hab ich voll ins Gesicht getroffen, ey. Fand ich gut. Stirb! Ich find's so geil, ey. Ich finde die Animation total geil, wie er das Herz einfach nur zerfetzt. Das ist eben so richtig brutal, so grobmotorisch auch ein bisschen. So zum Beispiel. Finde ich geil. Ja, sowas finde ich geil. Ich weiß, ich bin krank. Fick dich. Oh, zack. Schon liegst du auf dem Boden. Da guckst du blöd, wa? So. Oh, Destroy Heart. Ich hab den gerade seine Klöten zerstört. Nicht das. Alter! Oh! Machst du was doch nicht! Junge! Knock off, you dumpy. Verpiss dich! Verpiss dich bitte! Danke, danke, danke! Ah, oh, zerstört, zerstört! Wie viel gibt das her? Auch 30! Jo, okay, ich hab gedacht, vielleicht gibt das ein bisschen mehr her. Also, auf jeden Fall, Vorteil bei der Axt ist, die auf die Fresse. Müsste fliegen. Was ist mit dem jetzt passiert? Fuck you! Fuck you! Echt? Der hat noch irgendwelche Zuckungen, ist ja okay. Aber was war denn jetzt für ein Kack? Mann, ey, das fand ich jetzt aber nicht nett. Wo muss ich jetzt wieder. Oh, ich muss ja wieder mit den normalen Schützen anfangen. Ich weiß, es ging natürlich viel schneller, wenn ich einfach meine Waffen benutzen würde, aber da bin ich zu fein für. Wobei ich ja bei denen gar nicht so sicher bin, weil sobald ich die einen Schuss. Oder mit einem Schuss treffen würde, dann würden die sich ja anfangen rumzubeamen. Okay, Nummer 1. Zack. Ich find's gut, dass die Nahkämpfer und die Fernkämpfer nicht gleichzeitig kommen. Oh, I'm getting bungered, but good. Genau, leg dich mal auf die Schnauze und BAM! BAM! Hallo! Danke. Das war echt scheiße. Also der Nahkampfangriff ist nicht sehr stark. Na fuck! Komm, ich hole mal meine Darklinge, die können mir auch ein bisschen helfen. Scheiße, ich hab dich zu früh rausgeholt. Warum stört den das Licht eigentlich nicht? Das verstehe ich nicht. Okay, die Darkling geben noch mehr Punkte her. Das ist natürlich schön. Die geben 25 her, statt nur normal 20. Wow, fuck. Okay, der ist tot. So gut wie. Danke. Ich brauche die Energie ganz dringend. Ganz dringend brauche ich sie. Und jetzt kommen die Nahkämpfer. Oh, ich verpiss mich mal. Alter. Okay. Ah, komm, komm, komm. Ja, danke. Das ist echt super spannend. Das ist auch nicht leicht. Also für mich zumindest nicht. Hört mal ab hier, Alter. Ihr habt auch keine Manieren, ey. So, wieso habe ich ihn nicht getroffen? Jetzt, hallo? So, komm, fick dich. Die fliegen durch den durch, das finde ich nicht gut. Okay, jetzt muss ich Graves verfolgen, alles klar. Scheinbar auch ein Mitglied der Bruderschaft. Ist die Tür da hinten jetzt offen oder was? So, er hat's verdient.
Ich fand es nur sehr interessant, wie er da lag. Also, weiß ich nicht. Es hat mich ein bisschen irritiert. Muss ich, bin ich hier falsch? Oder ist der Grabs hier schon irgendwo? Er soll hier nirgendwo sein. Hey, wo war denn die Tür? Ah, da hinten, okay. Ah, ich wollte ihn noch gar nicht rausholen. Aber wobei, ich habe keinen Nachteil davon. Och, wie süß. Das sehe ich ja jetzt erst. Schaut euch die an. Die haben so ein St. Patrick's Day-Shirt an irgendwie. So ein bisschen. Also warum St. Patrick's Day, ich weiß auch nicht. Vor allem, weil es ist ja Irland. Und der kommt aus Schottland. Deswegen gibt das keinen Sinn. aber er hat halt die haben halt die Klamotten an, die unser Protagonist hier auch anhat. Treppen. Ach, okay, dann halt nicht. Nummer 1. Ich hab dir voll in den Kopf gekackt hier.